Ey, willkommen in der Nordi, Digga. Jo, was geht? Alles klar? Wo ist denn hin, Alter? Moin! Moin! Es kommt einer mit vom Philippinenstaat. Und ihr seid alle mit einem verbunden. Mit quasi, das ist der eine Kreislauf, der andere Kreislauf ist der Ordnerkreislauf. Hier? Dankeschön. Ich sehe das noch nicht gestern. Ich weiß, es muss. Also hier oben ist an und aus, lautstärker auf. Ne? Ja. Und hier an der Seite, wenn ihr sprechen wollt, drückt einfach drauf und sprecht rein. Dann hören euch alle. Links. Wow. Die Aufgabe von euch ist, ihr kriegt jetzt alle quasi einen Ort, wo wir alle zusammen auch hingehen, dass ihr wisst, wo das ist. Und es gibt Strecken, die sind dauerhaft gesperrt und Strecken, die sind temporär gesperrt. Ich habe eben schon die Einführung gemacht. Ich würde sie einmal kurz vorstellen wollen. Ja. Ich muss jetzt mit den Ordnern noch in ihre Position gehen. Ja, noch mal eins für die Ordner kurz. Die Autofahrer, die werden ganz viele Ausreden sich einfallen lassen, warum sie nun gerade in diesem Moment hier in diese Straße rein müssen. Und wir müssen ja ungefähr für 18, sagen wir 20 Minuten die Straße sperren. Also wir lassen da keinen durch. Das ist vom Ordnungsamt genehmigt. Wir haben hier Polizei vor Ort. Bitte halten Sie sich an die Anweisung. Also ihr fahrt quasi hier rum, da hinten rund und dann hier die Peiner kurz runter in die Leunis rein. Ja. Stellt euch dann dahin, das zeige ich euch gleich, wo das ist. Du springst auf diesen anderen, auf dieses andere Auto drauf. Die machen dann vorne mit den Instrumenten und die fahren dann hinten Leunisstraße hochkam und dann geht es ja in diesen Nemschpark, wo ja dieses Schlussbild ist. Okay. Und die fahren da durch. Und dann springst du dort wieder ab und rennst in dieses Wohnzimmerpark. Das zeige ich dir später. Und da wird es eine Bank geben, wo du dich hinsetzt und entweder sitzt noch eine Person mit drauf oder was auch immer. Auf jeden Fall sitzt du dann da für Schlussbild. Hallo, morgen. Martin, kannst du mal ganz kurz, damit wir abmessen können? Stopp, stopp, stopp. Perfekt. Perfekt. Also Atsushi ist so ein, zwei Meter vor dir. Du läufst einfach hinterher. So, aber nicht, als würdest du zu ihm gehören, sondern wie ein Geschäftsfrau kommt auf dem Bahnhof, so auf der sogenannten Taxi und fährt hier hinten vorbei. Und dann siehst du, er macht einen Blick und dann huscht du vorbei. In dem Moment, wo Azuki sozusagen sich so umdreht und so kurz. Kannst du ruhig wachen, oder? Robert, fangen wir ein? Ja. Hinten. Ja, okay, gleich nochmal. Okay, nochmal. Okay, und so. Also wenn ihr am Taxi vorbeifahrt und die stehen seht, dann macht ihr so, Edge, wir haben gewonnen. Ja. Ja? Und dann geht ja fast direkt danach der Song los. Ja. Dann nimmst du dann irgendwie die Cappy, drehst die Nummer um, gibst ihm die Cappy hin und dann geht der Song los. Sehr gut. Mein Gott, ich hab's eilig. Ich hab kein Mercedes, das ist ein Renault.
Händen vielleicht in 2 Sekunden bewegen. Bis hier, das heißt, ihr könnt euch hier an der erstmal sagen, also das hat der Timing stimmt. Und das Timing stimmt. Und wenn ich dann die Hand auflege. Ganz vorne, weil dann sehen alle. Okay, also bist du das, ne? Genau. Nordstadt bewegt. Und jetzt haben wir los. Ja. Nordstadt bewegt. Bing, genau. Zucker, Eisenglas für alles. Gab's eine schneller. Ja, schneller noch? Okay. Da kommt er schon. Und danach geht's los. So, wenn der Bus durch ist, geht ihr auf Anfang und macht noch eine Probe. Jetzt ist euer Zeit. Hallo? Also wir machen jetzt eine letzte Trockenübung. Eine letzte Trockenübung. Könnt ihr mir kurz zugucken, die Fußballer? Ich zeige euch, wann ihr mit Schießen dran seid, ja? Okay. Zucker, Eisenglas, für alles gab's einfach nie. Und heute wollt man Bälle doch. Jeder, der sich traut, hier nicht nur Bahnhof zu verstehen. Jetzt müssen alle wieder von der Straße runter und wir machen 10 Minuten Pause. Die haben so Tassen hoch, trinken, absetzen, runter. Hochnehmen, trinken, absetzen. Drei geplatzt. Nein, das ist das Making-of. Hallo. Schön, dass du da bist. Hallo. Jawohl, hallo. Nicht zu. Das hat mir nichts zu tun. Also mach nur die Vordertür auch für Kameramann. Vordertür für Kameramann, das reicht. Genau, und jetzt losfahren. Und dann hinten dran hängen. Und da rechts aufpassen. Halbe Kindergarten, alles ist ganz nah. Das brauchst du nicht. Tür auf. Ich hatte ja ursprünglich die Idee zu diesem Video und musste dann sozusagen Stück für Stück überlegen, was braucht man alles, um so ein Video umzusetzen.
Das heißt, im Wesentlichen, glaube ich, was ich gemacht habe, war, alle Entscheidungen zu treffen, die künstlerisch zu diesem Produkt geführt haben. Ich glaube, wo es mir mit Abstand am besten geglückt ist, ist bei der Zusammenstellung des Teams. Also ich habe wirklich Stück für Stück immer mehr Leute ins Team geholt, immer die Positionen, die offen waren, die wichtig waren, besetzt mit Leuten, von denen ich überzeugt war, dass die diesen Job, den ich für sie habe, einfach ausfüllen können. Und ich glaube, das ist das, was tatsächlich die Regiearbeit in diesem Fall ausgemacht hat, einfach ein richtig gutes Team zusammenzustellen, das dieses Projekt buchen kann. Okay, aber das heißt, du darfst trotzdem aber nicht Martin zu viel halten, ne? Warum nicht? Ja, weil der Bus ja dann nicht ganz rumfährt. Oder ist das okay, wenn der so auf der Ecke steht? Das muss Martin entscheiden. Der Wald dahinter liegt ja auch davor. Kneipe, Kindergarten, alles ist ganz nah. Das brauchst du nicht zu suchen, das ist da. Da drüben. Das macht ja nichts, wenn ich schon ein bisschen vorher stehe. Er geht ja dann noch oben vom Haus raus. Lieber eher da sein, wie zu spät. Jetzt ist die Kreuzung noch 2 Minuten frei, also würden wir jetzt einen Durchlauf machen und dann auch gleich mal runterfahren. Dann kommt die Musik schon. Das heißt, wir machen das jetzt so. Der Busfahrer fährt einmal um die Kurve rum, hält an. Dann geht die Tür auf. Also die Kamera läuft hinter dir her, während du den hier machst. Mhm. Und dann ab der Hälfte des Refrains geht die Kamera wieder rückwärts den Bus entlang. Okay. Ich stelle mich da hin. Und dann kommt ihr dann mit vor, ne? Weil was wichtig ist, ist, dass hier dann, wenn der Kameramann hier reinkommt, der Kameramann muss sich nämlich mit Ingrid mit umdrehen. Das heißt, wenn ihr seht, dass der hier reinkommt und ihr merkt, wenn die Kamera so euch nicht mehr im Bild hat, dann macht ihr ein bisschen Platz. Weil der muss sich dann, der hat nur hier Platz, sich zu drehen mit diesem komischen Ding. So, der macht da so Tanzschritte, das sieht ganz hervorragend aus. Du stehst ungefähr da. Mhm. Ich mache einen Switch. Mhm. So, und jetzt folgst du mir. Also wenn man 5 Minuten Zeit hat, in denen alles sitzen muss, muss es natürlich perfekt geplant sein. Das heißt, jedes Timing muss sitzen und wenn sich ein Timing verzögert, dann hat das natürlich Konsequenzen für den Rest der Plansequenz. Also einmal im richtigen Augenblick zu schwenken, dann das Bild richtig zu kadrieren, gleichzeitig von einem Fahrzeug abzusteigen, in einen Bus reinzuspringen, sich im Bus umzudrehen, rückwärts wieder zurückzulaufen, wieder raus, auf dem Fahrzeug rauf und währenddessen dann natürlich nicht vergessen, dass alle Leute im Bild bleiben. Fährt er von mir weg, fährt er nicht, er fuhr nicht. So, deswegen habe ich gewartet, sonst wäre ich weg gewesen. Ja, ne? Aber tendenziell doppelt so schnell geht schon, ne? Ja. Der Buggy bleibt also vor mir. Oder kann ich den überholen? Der bleibt vor dir leider. Ja, der muss ja auch mal ein bisschen Gas machen. Der fährt aber nur 32. Bei uns wird es immer versucht. Die Drohne genannt, die dieses Kind gibt, zur Station nach. Wir haben kein Blatt, wir haben ein Verbindung, weil das Kind ist ein Arzt, das was du brauchst. Ja, Hallo, ich verlasse das Interview. Das ist ein Kiez, Politik, Kaffee, die Sand der Wand. Die Kultur, Fabrik, Löse, Kämpfer, Dede, Kindriss, Sand. Oder ein paar Minderweiter findest du alles, das was du brauchst. Denn im Park, an einem Bolzplatz und Männchen, im Jugendhaus. Hier ist es wunderschön, Multikulti, wo du bist. Und beim Kioskalber bist du immer einen guten Witz.